Hallo und herzlich willkommen zur Saatbauakademie. Schön, dass ihr heute alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Wir haben heute den Auftakt von einer vierteiligen Webinarreihe gemeinsam mit der Saatbau und starten tun wir mit den Kulturen Raps und Wintergerste. Unser heutiger Referent ist der Albert Müllner von der Saatbau und als zweites Gesicht in unserem heutigen Webinar darf ich begrüßen den Robert Sinn. Er ist tätig im Marketing bei der Saatbau und wird mich heute als Moderator unterstützen. Er ist auch derjenige, der live eure Fragen aus dem Chat entgegennimmt und am Ende von der Präsentation mit Albert Müllner gemeinsam beantwortet und diese durchgeht. Deswegen seht euch aufgerufen, fleißig im Chat eure Fragen zu stellen. Wir haben dieses Mal auch schon einige Fragen vorab bekommen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, weil wir dann auch ein wenig die Präsentationen anpassen können und so sehen, wo besteht das Interesse ganz besonders. Mit diesen Worten übergebe ich dann auch gleich an den Robert und wünsche euch viel Spaß bei unserem heutigen Webinar und in der Saatbau Akademie und hoffe, ihr könnt einiges davon mitnehmen. Bitte schön, Robert. Herzlichen Dank, Lisa, für die Anmoderation. Hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite zur ersten Ausgabe der Saatbau Akademie. Mein Name ist Robert Sinn, wie die Lisa schon gesagt hat, und ich darf euch heute Abend durch das Programm führen. Bei der heutigen Saatbau Akademie beschäftigen wir uns damit mit dem Thema Raps und Wintergerste auf die Spitze getrieben. Die Kurzbeschreibung hat vielleicht der eine oder andere schon gelesen. Das wird mein Kollege der Albert dann erörtern. An dieser Stelle darf ich auch gleich meinen Kollegen und den heutigen Referenten des Abends vorstellen und begrüßen, den Albert Müllner. Er ist bei der Saatbau bereits seit 20 Jahren und zuständig für die Fachberatung. Einige kennen ihn aus unserem Facebook-Kanal, wo er immer wieder zu aktuellen Themen bei Kulturen, also Bestandesführung, immer wieder Beiträge bringt. Bevor wir einsteigen, habe ich nur eine kleine Info. Habe ich mal hergeschrieben, damit ich es ja nicht vergieße. Ihr habt ja, wie die Lisa gesagt hat, bereits schon sehr fleißig Fragen gestellt. Ja. Danke dafür. Wir haben die auch großteils in diesen Vortrag schon eingearbeitet. Wir haben da bis zuletzt gearbeitet daran. Falls Fragen, die ihr vorher gestellt habt, da jetzt nicht beantwortet werden, keine Sorge, ich habe mir das herausgegriffen. Die kommen dann noch einmal, beziehungsweise darf ich euch nochmals motivieren, stellt Fragen live im Chat, wir freuen uns darüber und können da auch dann nochmal in die Praxis einsteigen. Nun will ich aber das Ganze nicht mehr länger auf die Folter spannen, mein Kollege wartet schon ganz gespannt auf euch und gebe nun weiter an den Kollegen Albert und ja, gute Unterhaltung mit seinem Vortrag. Ja, hallo Robert, hallo Lisa, danke für die einleitenden Worte. Ich darf aber vor euch alle, euch liebe Landwirte, begrüßen. Heute auf etwas ungewohnten Wege. Normalerweise sehen wir uns bei der Felderbegehung, auf Messen oder auf Vorträgen. Heute auf diesem Wege im Rahmen eines Webinars. Wir werden die Themen oder die Kulturen Raps und Wintergerste behandeln. Schwerpunkt die Herbstbestandesführungsmaßnahmen und auf ein paar spezielle Probleme und Lösungsmöglichkeiten eingehen. Zuerst zum Thema Raps, circa 10 bis 12 Minuten und dann eben die Wintergerste, Herbstbestandesführungsmaßnahmen. Beim Raps, wenn wir sich das anschauen, wenn wir auf dieser Grafik sehen, sind die orangen Säulen die Sojaflächen in Österreich, die grünen sind die Rapsflächen in Österreich. Das heißt, man sieht eine steigende Fläche bei der Soja und eine abnehmende Fläche beim Raps. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Soja natürlich sehr attraktiv geworden ist. Andererseits beim Raps mit gewissen Restriktionen, Flächen, Pflanzenschutzeinschränkungen. Nichtsdestotrotz ist der Raps, wie man auf dieser Folie sieht, eine sehr wichtige Kultur für die Ackerbauregionen, Veredelungsregionen in Oberösterreich, aber vor allem für die Regionen Nordostösterreichs, Niederösterreich, Burgenland im Trockengebiet als sehr trockenheitsverträgliche Kultur, das vor allem im heurigen Jahr wieder massiv gefordert ist. Gehen wir jetzt auf den Raps ein, komplett weg von der Vorfrucht bis zur Bestandesführung im Herbst, bis der Winter eben kommt.
Zuerst einmal, der Raps ist natürlich ein wertvolles Fruchtfolgeglied, eine super Vorfrucht für andere Kulturen, aber auch für den Raps selbst ist die Vorfrucht entscheidend in der Bestandesetablierung. Ganz wichtig für den Raps ist auch der Rapsanteil in der Fruchtfolge. Je höher die Rapsanteile werden, desto mehr Probleme bekommen wir mit Krankheiten, Schädlingen. Ein wichtiger Punkt, Dormanz vermeiden. Dormanz ist das, wo Rapsausfallkörner in Keimruhe fallen. Das heißt, nicht zu tief einarbeiten in der Vorfrucht der Raps und aufpassen auf sklerotinia-anfällige Kulturen. Je höher der Anteil sklerotinia-anfälliger Kulturen, desto eher muss ich auf die Gesundheit einer Sorte und in der Bestandesführung darauf Acht geben. Das Ganze fällt natürlich in den Bereich Feldhygiene ein. Was versteht man unter Feldhygiene? Beseitigung vom Ausfallraps, damit er nicht zum Problem im Kulturraps wird. In der Bodenvorbereitung falsches Saatbett, wenn möglich, erstellen. Was versteht man darunter? Einfach 1 bis 2 Wochen vor der Rapsausschau schon das Saatbett fix fertig machen, damit Unkräuter und Ausfallraps der Vorjahre auslaufen kann und im eigentlichen Raps kein Problem dann macht. Kolonie, Sklerotinia, ebenfalls Dinge, die über die Fruchtfolge zu bekämpfen sind, über die Feldhygiene, über Anbauabstände und ebenfalls unter das Thema Feldhygiene fällt Mäusebefall, gerade im Nordosten Niederösterreichs im Vorjahr Thema, ebenfalls über die Fruchtfolge, über die Bodenbearbeitung zu bekämpfen. Ein wichtiger Punkt beim Raps ist das Strohmanagement der Vorfrucht. Entweder wird das Stroh abgefahren, dann habe ich weniger Probleme. Ansonsten muss es sehr genau gehäckselt werden, sauber eingearbeitet. Gleichzeitig kann ich über ein Strohmulch, über ein Mulchsaat Wasser speichern und Erosionsschutz erreichen. Für uns das Wichtigste in der Bodenbearbeitung zum Raps mit seiner Pfahlwurzel ist immer Verdichtungen zu beseitigen, egal ob ich das Pflug oder pfluglos mache. Ein wichtiger Punkt seit den letzten Jahren tierische Schädlinge, Mäuse, Schnecken reduzieren und die Anforderungen an Saatbett sind natürlich in Bezug auf Wassermanagement und vor allem Rückverfestigung, damit wir gleichmäßige Aufgänge zusammenbringen. In der Sortenwahl gibt es verschiedenste Anforderungen, natürlich das Ertragspotenzial und der Ölgehalt der Sorte, aber immer wichtiger aufgrund Einschränkungen im Pflanzenschutzbereich die Gesundheit und die Standfestigkeit der Sorten. Optikherbeizung mit Spurenelementen ist natürlich auch ein gewisses Thema bei der Sortenentscheidung. Präzisionssaat, gut, das wir für Einzelkornsaat anbieten, ist ein Thema. Und natürlich eine Sortenliste, wie zum Beispiel im Kontraktprogramm Rapso, hat Einfluss auf die Sortenentscheidung. Wenn wir dann die Sortenentscheidung getroffen haben, dann kommen wir zur Aussaat. Beides möglich, Drill- und Einzelkornsaat. Wir haben in den letzten Jahren Versuche zur Einzelkornsaat gemacht. Ertragsvorteile in gewissem Maß gegeben und vor allem Bestandesetablierung ist sicherer unter trockenen Bedingungen. Anbauzeitpunkt verschiebt sich aufgrund gewisser Klimaverschiebungen eher Richtung Ende August hin. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Eine entsprechende Vorwinterentwicklung ist wichtig. Und die Aussaatstärke bei den Hybriden zwischen 40 bis 50 Körner pro Quadratmeter auf einer Ablagetiefe von ca. 2 cm. Ganz wichtig in der Saatbettbereitung, wie man da auf der Grafik sehen, unten soll es relativ gut rückverfestigt sein und oben locker luftig. Ideal abgelegtes Rapskorn auf ca. 2 cm Tiefe kann innerhalb von 4 bis 5 Tagen aufgelaufen sein und hat er darunter keine Verdichtungen, hat er ein ideal gelockertes Saatbett, kann die Pfahlwurzel im Herbst bis auf 30, 40, 50 cm runtergehen und neigt nicht wie auf dem mittleren Bild zu. Beinigkeit. Die Rapswurzel macht den Ertrag. Wir brauchen eine tiefe Pfahlwurzel mit ca. 8 bis 10 mm Wurzelhalsdurchmesser vor Winter. Jetzt ein paar Worte zu dem Thema Krankheiten, Schädlinge, das uns in den letzten Jahren im Raps etwas mehr beschäftigt. Da haben wir einerseits Themen wie Kolonie, Foma und Verticillium. Kolonie ist ein Fruchtfolgeproblem, kann ich über Fruchtfolgeabstände, über Kalkung in den Griff kriegen oder über Auswahl einer kolonieresistenten Sorte wie SY Alibaba. Foma ebenfalls ein Fruchtfolgethema, kann ich über Sortenwahl mit geringer anfälligen Sorten oder über Pflanzenschutzmaßnahmen in den Griff bekommen. Sklerotinia etwas schwieriger. Sklerotinia tritt umso stärker auf, je mehr sklerotinia-anfällige Kulturen in der Fruchtfolge. Also das ist eher über Fruchtfolge zu lösen, beziehungsweise Blütenspritzung mit Mitteln, die gegen Sklerotinia wirken. Ein anderes Thema ist das Wasserrübenvergilbungsvirus, auch in der Einleitung schon erwähnt. Da jetzt etwas intensiver drauf eingegangen.
Warum beschäftigt uns das Wasserrübenvergilbungsvirus in den letzten Jahren stärker? Es zählt zur gleichen Virusfamilie wie das Gelbenverzwergungsvirus der Gerste, ist in den Leitbahnen der Pflanze lokalisiert und hat einen relativ großen Wirtspflanzenkreis. Warum haben wir in den letzten Jahren mehr Probleme damit? Das kommt von der Übertragung her. Die Übertragung erfolgt durch verschiedene Blattlausarten, vor allem die grüne Pfirsichblattlaus, und durch den Wegfall der sehr gut wirksamen Insektizidenbeizungen haben wir natürlich ein Problem mit Läusen als Überträger dieses Viruses. Die Symptome sind, wie auf dem vorigen Bild gesehen, die violetten Verfärbungen an den Blatträndern und Blattspitzen. Die Auswirkungen sind Wuchsdepressionen, Mindererträge und verminderter Ölgehalt bis zu -40% Ertrag bei 100%igen Befall möglich. Die effektivste Maßnahme ist der Anbau resistenter Sorten im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes, das heißt, wie die neue Sorte Artemis, die eben gegen Wasserrübenvergilbungsvirus resistent sind. Damit schon weiter zu den Schädlingen im Raps. Da konzentrieren wir uns jetzt auf die Herbstschädlinge: Schnecken, Mäuse, Raps, Erdfloh, Rübsenblattwespe und kleine Kohlfliege. Schnecken, Mäuse muss ich natürlich über die Bodenbearbeitung in den Griff kriegen, beziehungsweise gewisse Maßnahmen dann nach der Aussaat. Mäuse, je tiefer die Bodenbearbeitung, desto weniger Aktivität in den nachfolgenden gesäten Raps. Raps, Erdfloh, natürlich ein Thema. Wir haben auch schon Fragen dazu gekriegt. Je früher die Aussaat, umso stärker. Bester Bekämpfungszeitpunkt meist, wenn er mit der Eiablage in den Stängel anfängt, wenn der Minierfraß beginnt, so Ende September, Anfang Oktober. Es sei denn, es ist der Blattrandfraß vorher so massiv, dass die Bestände zu stark geschädigt werden, dann muss ich natürlich auch schon früher fahren. Gleiches gilt für die Rübsenblattwespe. Und bei der Kohlfliege ist es so, dass die eher bei späteren Aussaatzeitpunkten weniger auftritt. Also bei sehr frühen Aussaaten, hohen Temperaturen stärker. Auf die Frühjahrsschädlinge wie Glanzkäfer und Rüssler gehen wir jetzt nicht ein. Das ist ein Frühjahrsthema. Ich hoffe, dass wir uns dort schon wieder auf die Felder sehen teilweise. Unkrautmanagement im Raps. Raps ist, wenn er aus dem Gröbsten heraus ist, eine sehr konkurrenzstarke Kultur, kann Unkraut perfekt unterdrücken, aber als kleine Pflanze braucht er unseren Schutz. Die erste Maßnahme wäre eben dieses falsche Saatbett, wenn möglich ein bis zwei Wochen vor der Aussaat schon fertig herrichten und Unkräuterausfallraps vorher schon bekämpfen. Wichtig, Resistenzmanagement und Wirkstoffwechsel. Es gibt jetzt auch wieder neue Wirkstoffe im Raps, die wir nützen können. Schauen wir, dass wir da verschiedene Wirkstoffklassen einsetzen, damit keine Probleme Unkräuter außerselektieren werden. Vor allem aus dem Grund im Herbst schon das Ganze lösen, weil Korrekturen im Frühjahr sehr schwierig sein und in einem sehr engen Zeitraum erfolgen müssen, bevor die Knospen vom Raps freiliegen. Und aus dem Grund muss das im Herbst funktionieren. Ebenfalls wichtig, Gräserbekämpfung ist im Raps deutlich einfacher möglich in der Fruchtfolge wie im Getreide. Also wir können da Kosten sparen und gewisse Gräserprobleme im Raps lösen. Und wichtig, als Konkurrenz zum Raps das Ausfallgetreide so früh als möglich beseitigen. Damit sollten wir schaffen, dass unser Raps vor Winter 8 bis 10 mm Wurzelhalsdurchmesser erreicht und das Aufstängeln natürlich vermieden wird. Wichtig zum Thema Fungizide, Aufstängeln vermeiden. Es gibt deutsche Untersuchungen zu den drei Fungizidterminen Herbst, Frühjahr, Blüte. Das sind immer die Herbstmaßnahmen und die Blütemaßnahmen die wirtschaftlicheren. Frühjahrsfungizideinwendungen nur in sehr wüchsigen Beständen bei ausreichender Wasserversorgung wichtig. Damit ein paar Worte zur Düngung beim Raps. Natürlich eine sehr nährstoffintensive Kultur Raps, aber auch eine Kultur mit sehr guter Vorfruchtwirkung. Die Hauptnährstoffe im Herbst natürlich Stickstoff, Phosphor, Kali, unter Umständen auch schon Schwefel und Bor als Spurenelement. Natürlich bei der Kalkung, wenn ich schon in der Fruchtfolge kalke, dann zu Raps und Wintergerste, pH-Wert von 6,5 bis 7 angestrebt und die Borversorgung auch im Herbst schon bei den Pflanzenschutzmaßnahmen absichern. Das ist klar, das Minimumgesetz kennen wir soweit alle. Der Element oder der Nährstoff, der im beschränkten Ausmaß zur Verfügung steht, beschränkt mir mein Ertragspotenzial. Das ist im Raps oft nicht der Stickstoff, sondern auch der Schwefel. Da gilt die Regel, dass man pro 5 Kilogramm Stickstoff, was man hinbringt, ungefähr 1 Kilogramm Schwefel über die Vegetation, teilweise schon im Herbst, aber dann ganz wichtig im Frühjahr bei den ersten zwei Düngungsmaßnahmen hinbringt.
Ein paar Worte noch zu den Spurennährstoffen, nachdem da auch einige Fragen dazu gekommen sind. Im Raps gibt es drei bedeutende Spurenelemente, das ist das Bor, das Mangan und das Molybden. Wir brauchen ungefähr 600 Gramm Bor pro Hektar Raps, das wir über die entsprechenden Maßnahmen bei der Insektizide, bei den Insektiziden beigeben. Mangan normalerweise ausreichend im Boden drinnen und dann haben wir da einen Bedarf von ca. 25 Gramm Molybden, auch im Boden normalerweise ausreichend drinnen, aber manchmal für die Pflanze schlecht verfügbar. Und aus dem Grund haben wir in unserer Optikherbeizung bei unseren Sorten nicht nur Fungizide drinnen, sondern auch das Spurenelement Molybden, wodurch die Stickstoffeffizienz verbessert wird. Das war es soweit zu den Maßnahmen im Herbst. Fragen dazu natürlich gerne anschließend. Es geht jetzt darum, noch ein kurzer Ausblick auf die Maßnahmen Frühjahr. Im Frühjahr gilt es, das Ertragspotenzial, das wir im Herbst angelegt haben, die Wurzel, die wir geschaffen haben, die Bestandesdichte, die wir etabliert haben, abzusichern. Natürlich mit den entsprechenden Insektizidmaßnahmen gegen Stängel- und Blütenschädlinge, Spurenelementversorgung sicherstellen, hauptsächlich in Richtung Bor, Schwefeldüngung, um die Stickstoffaufnahme und Stickstoffverwertung zu sichern. Also immer der Faktor in etwa 1:5, 20% der Stickstoffmenge sollten auch als Schwefel fallen. Ganz ein wichtiger Punkt, in den letzten Jahren immer wieder Probleme in der Praxis draußen mit Rückständen in der Spritzen drinnen, wo man dann auf einmal nach der Insektizidmaßnahme im Raps deutliche Schädigungen in der Blüte, in die Rapsbestände haben. Bitte Spritzenreinigung, das Thema mit Sulfonylharnstoffen im Raps, ganz wichtig zu beachten. Blütenbehandlung, was Fungizide angeht, ist wirtschaftlicher als eine Frühjahrsbehandlung. Gerade unter sehr trockenen Bedingungen kann man mit einer Frühjahrsfungizidbehandlung auch gewisse Ertragsdepressionen hervorrufen, wie es im heurigen Frühjahr war. Und dann geht es Richtung Ernte. Druschtermin und Ertrag, bitte nicht zu früh ernten. Die neuen Rapsorten sind sehr platzfest. Halten das aus, dass nach dem Weizenernte, wir haben da Versuche dazu gemacht in die letzten 3 Jahre, bitte nicht zu früh ernten, wir verschenken Ertrag. Und dann abschließend, nach dem Raps ist vor dem Raps, nach der Ernte sofort entnachgearbeiten, Dormanz vermeiden, Ausfallraps zum Keimen bringen. Und als wichtigster Punkt, Raps ist an und für sich als Kultur selbst interessant, aber Raps ist die beste Vorfrucht für den Weizen. Sie sichert den Deckungsbeitrag des Weizens. Das sieht man heute sehr schön im Trockengebiet in diesem Jahr. Haben Sie einen Weizen noch Vorfrucht Rübe oder Mais, wo die Bodenwasservorräte aufbraucht sind, leidet der Weizen jetzt massiv. Haben Sie Vorfrucht Raps, ist der Weizen noch deutlich schöner, auch unter diesen trockenen Bedingungen. In Summe zusammengefasst kann man sagen, dass der Vorfrucht Raps ungefähr 200 Euro Deckungsbeitragsvorteil für den nachfolgenden Weizen bringt. In dem Sinn war es das zum Thema Raps. Wir wechseln jetzt zur Gerste. Wenn es Fragen gibt, natürlich zum Raps, bitte laufend an den Robert oder an die Lisa senden. Wir gehen jetzt zum Thema Gerste, Bestandesetablierung bei zweizeiliger und mehrzeiliger Wintergerste. Was ist im Herbst zu beachten, um auch in Zeiten des Klimawandels entsprechende Erträge abzusichern? Wenn wir jetzt schauen, da auf dieser Grafik sehen wir ein Klimaszenario, das für Österreich eine im schlechtesten Fall eine Erwärmung um bis zu 4 Grad bis 2050 vorsieht. Aber das Gravierende sind die Hitzetage da unten. Im Jahr 2003 haben wir in Österreich 7 bis 10 Hitzetage gehabt und 2017, 18, 19 schon 20 bis 25. Das heißt, das erwischt uns wie im Jahr 2019 in der Abreife unserer Kulturen. Und da ist die Wintergerste eben etwas bevorzugt, weil es zu dem Zeitpunkt schon weiter ist und ist auch, was man an der Flächenausdehnung in Österreich sieht, ein Gewinner bei den Flächen. Warum? Und wie jetzt reagieren in der Wintergerstenbestandesführung auf die Klimaerwärmung, auf die Änderung? Die Tage mit aktivem Wachstum im Herbst werden mehr. Wir können diese Tage nutzen, um Ertragspotenzial zu bilden. Es erfordert aber auch Änderungen bei der Saatzeit und bei der Saatstärke. Spätere Saattermine, auch noch Körnermais, werden möglich. Dadurch reduzieren wir auch den Krankheitsdruck im Herbst. Umgekehrt kriegen wir aber wieder andere Probleme. Wir müssen den Bestand etablieren. Er darf nicht zu dünn bleiben. Er muss entsprechend bestockt in den Winter gehen.
Frühsommertrockenheit bzw. Hitze im Juni und Juli sind natürlich ertragsreduzierend, haben wir schmerzhaft im Jahr 2019 gesehen. Aber die Gerste hat das gerade 2019 noch sehr gut vertragen, hat mit Erträgen überrascht, während der Weizen oft enttäuschend war. Frühe Sorten helfen uns dabei. Die Entwicklung vor Winter ist das Um und Auf und ist entscheidend für die Gerstenerträge. Und wir wissen, die Düngergaben und Termine, wie uns das Jahr 2020 gesagt hat, entsprechend der Witterung und der Wasserversorgung anpassen. Zu den Vorfrüchten, Wintergerste brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das ist soweit bekannt. Getreide als ungünstige Vorfrucht. Mais wird immer mehr als interessante Vorfrucht, wenn wir dort natürlich in der Reife nach vorne kommen. Sonnenblume, eine relativ ungünstige Vorfrucht, weil es sehr viel Wasser und Nährstoff raubt, aber eine relativ gute Gare hinterlässt. Sojabohne ist natürlich gut geeignet. Die Erntezeit muss passen, Sortenwahl bei der Soja drauf ausrichten. Raps wäre optimal, super Vorfrucht für die Wintergerste, aber den Raps nehmen wir lieber als Vorfrucht für den Weizen. Dort ist er wichtiger. Wintergerste-Ansprüche, worauf ist bei der Bodenvorbereitung zu achten? Bei der Wintergerste gilt, wie jeder von uns Praktiker weiß, trockener Anbau, Gerste vertrocknet, das Einschmieren, wie man beim Weizen sagt, überhaupt nicht. Und sie reagiert stärker auf zu niedrige pH-Werte. Also wenn sie in der Fruchtfolge kalken, dann bitte zu Raps und Gerste. Ebenfalls stark reagiert es auf Bodenverdichtungen und Luftmangel im Boden. Das sieht man dann anhand der Vergilbungen im Herbst und über Winter, die auf etwas verdichteten Böden deutlich stärker sein. Das sind dann die Bestände, die durch falsche Bodenbearbeitung zum falschen Zeitpunkt gelb werden im Herbst und über Winter, beziehungsweise bei Spuren im Frühjahr, wenn es auf einmal grün wird auf den verdichteten Spuren, dann hat das mit Manganmangel zu tun. Aber generell, Gerste vertrocknet keine zu nasse Bodenbearbeitung. Jetzt, was ist bei der Aussaat zu beachten? Welche Änderungen hat es da in den letzten Jahren vom Sortenspektrum hergegeben? Um entsprechende Höchsterträge zu bilden, brauchen wir bei den mehrzeiligen Sorten wie bei einer Sorte Adalina ca. 550 bis 650 Ähren pro Quadratmeter, also eine Aussaatstärke von ca. zum idealen Zeitpunkt 250 Korn pro Quadratmeter. Bei den zweizeiligen Sorten wie Ambrosia Lentia brauchen wir 850 bis 1000 Ähren pro Quadratmeter, um Höchsterträge zu erzielen. Das heißt aber bei der Aussaat auch etwas dichter mit ca. 330 Körner pro Quadratmeter, je nach Aussaatzeitpunkt. Und wenn wir dann eben diese drei Halme, drei Ähren je Pflanze schaffen, an Haupttrieb, zwei Bestockungstriebe mit eigenem Wurzelsystem, dann hätten wir die Zielährenzahl erreicht. Wodurch erreichen wir das? Natürlich durch die Verwendung von entsprechend zertifizierten Originalsaatgut, durch gute Saatbettvorbereitung, liegt natürlich in Ihrer Hand, und entsprechende Säetechnik und angepasste Aussaatgeschwindigkeit. Was ist zusätzlich bei der Aussaat zu beachten? Vorher natürlich schon bei der Sortenwahl, Sorten mit entsprechender Gesundheit auswählen. Das hilft uns, viele Probleme zu lösen, die wir mit Pflanzenschutz vielleicht nur mehr schwierig lösen können. Gesunde Sorten verwenden. Saatzeitpunkt 20. September für Randlagen. Sehr frühe Aussaat, Achtung auf Insektizide. Bis 10. Oktober durchaus möglich, in den letzten Jahren bis 20. Oktober durch die sehr warmen Herbste ohne Probleme möglich. Zum Reihenabstand, generell gilt bei guter Wasserversorgung tiefgründigen Böden, ist der Reihenabstand komplett egal, zwischen 12 bis 20 Zentimeter alles möglich. Sollten Sie Lagen, die zu Trockenheit neigen, trockene, leichte Standorte, wo die Gerste oft steht, eher die engere Reihe, 12 bis maximal 15 Zentimeter, um entsprechende Wasserverluste zu verhindern. Saattiefe ganz klar, ca. 3 cm mit guter Rückverfestigung, um den Halmheber oder die Ausbildung eines Halmhebers zu vermeiden. Welches EC-Stadium, welche Entwicklung sollte man bei der Wintergerste vor Winter erreichen? Der Klimawandel generell begünstigt eine gute Vorwinterentwicklung der Gerste bei entsprechender Aussaat. Reduktionen der Saatstärke sind möglich, aber nur soweit, wir sollten die Bestockung der Wintergerste vor Herbst, vor Winter abschließen. Wir sollten das Dopplerringstadium EC 27 bis 29 vor Winter erreichen, damit wir das Ziel einer hoher Kornzahl pro Ähre absichern. Wenn wir jetzt aber zu früh dran sind, zu dichte Bestände erreichen, haben wir auch ein paar Risikofaktoren.
Gefahren übermäßiger Vorwinterentwicklung, wie wir auf dem Foto da sehen. Krankheitsbefall im Herbst durchaus schon möglich. Auswinterungsgefahr steigt bei sehr dichten Beständen, wenn wir wieder mal Winter haben, die richtige Winter sind mit längerer Schneelage. Aber einer der gravierendsten Faktoren ist das Gelbverzwergungsvirus. Durch die milde Herbstwinterung steigt dort das Risiko. Das Gelbverzwergungsvirus der Gerste, was ist es, was können wir tun? Durch den frühen Anbau oder durch zu frühen Anbau und durch hohe Temperaturen steigt der Virusbefall, weil die Überträger, die Blattläuse, aktiver sind. Die Übertragung erfolgt eben durch diese große und bleiche Getreideblattlaus und durch die Haferblattlaus. Was können wir als Betriebe jetzt dagegen machen? Die effizienteste Maßnahme war die Insektizidbeizung, steht uns leider nicht mehr zur Verfügung. Wichtige Maßnahmen für Sie als Betrieb draußen: Ausfallgetreide beseitigen. Ausfallgetreide ist immer die grüne Brücke, wo die Blattläuse den Virus aufnehmen und in die frisch gesäte Gerste rübertragen. Späterer Anbau ist durchaus möglich, aber bitte nicht zu spät. Wir brauchen eine ausreichende Bestockung im Herbst. Und eine ganz wichtige Maßnahme ist natürlich zum richtigen Zeitpunkt, meist so im 3-4-Blattstadium, Kombination mit den Herbstherbizide und einer Manganblattdüngung, die Winterhärte verbessert, um den Lausbefall und damit die Virusübertragung zu reduzieren. Schadschwelle liegt bei ca. 10-20% Läusebefall anhand von Leimtafeln kontrollierbar oder schlicht und einfach über die Bestände gehen. Jetzt zum Thema zweizeilig, mehrzeilig. Das spaltet oft die Gemüter. Was spricht für die zweizeiligen, was spricht für die mehrzeiligen Sorten? Bei den mehrzeiligen Sorten haben wir das höhere Ertragspotenzial und die geringeren Ansprüche an Boden und Düngung. Also sie sind etwas stresstoleranter und nicht so Mimosen wie die zweizeiligen. Sie sind ertragsstabiler. Wir können etwas Saatgutkosten sparen. Wir bringen durchaus mit geringerer Aussaatstärke entsprechende Bestandesdichten zusammen. Sie haben einen etwas höheren Rohfaseranteil im Korn. Das ist durchaus manchmal in der Fütterung erwünscht. Aber sie haben manchmal in den letzten Jahrzehnten eine schlechtere Kornqualität. Neue mehrzeiligen Sorten wie die Sorte Adalina, wenn wir die jetzt vergleichen, die haben eine Kornqualität und eine Standfestigkeit wie die besten zweizeiligen erreicht. Also da tut sich auch im mehrzeiligen Bereich vom Sortenspektrum her einiges. Jetzt zu den zweizeiligen Sorten. Sie haben von Haus aus die bessere Kornqualität, das schönere, bauchigere Korn, dadurch einen etwas höheren Futterwert. In den letzten Jahren auch eine etwas bessere Standfestigkeit. Da gibt es aber jetzt mehrzeilige eben wie diese Adalina, die doch auch sehr gute Standfestigkeit bringen. Sie haben eine etwas bessere Strohstabilität, was Halmknicken, Ehrenknicken angeht. Haben aber umgekehrt zwei kleine Nachteile. Sie benötigen etwas höhere Saatstärken in Kilogramm pro Hektar, um entsprechende Bestandesdichten zu etablieren. Und in der Düngung brauchen wir auch ca. 20-40 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar mehr. Wir haben aber zwei sehr ertragsstarke neue zweizeilige Sorten, eben die Lenzia, die schon eingeführt ist, und die neue Ambrosie, wo es Ertrag und Standfestigkeit sehr gut kombiniert. Damit ein paar Worte zum Ertragsaufbau. Das ist jetzt eine nicht unbedingt übersichtliche Folie, die bleibt dann eingeblendet. Wie setzt sich der Ertrag pro Hektar zusammen? Wir haben im Prinzip drei Komponenten. Das ist Bestandesdichte, 1000 Korngewicht und Kornzahl pro Ähre. Wenn wir jetzt die gelb umrahmte da hernehmen, zweizeilig oder mehrzeilig, wir haben ein Ziel. Wir wollen 10.000 Kilogramm pro Hektar erreichen. Wenn wir 10.000 Kilogramm Gerste pro Hektar ernten wollen, dann müssen wir pro Quadratmeter, was ich da in der Hand habe, 1 Kilogramm Gerste ernten. Das wären bei einer zweizeiligen Sorte ungefähr 20.000 Korn, bei einer mehrzeiligen Sorte ungefähr 25.000 Korn. Warum? Die zweizeilige hat etwas höhere 1.000 Korngewichte als die mehrzeilige. Wenn wir jetzt den Ertragsaufbau anschauen, um 10.000 Kilogramm pro Hektar oder 1 Kilogramm pro Quadratmeter zu erreichen, brauchen wir auf einem Quadratmeter circa 1 Kilogramm. Das wären beim DKG von 50 Gramm 20.000 Körner. Wenn wir eine durchschnittliche zweizeilige Gerste hernehmen, die 20 Körner pro Ähre hat, braucht man 1.000 ehrentragende Halme, um 20.000 Körner zu erreichen, damit es 10.000 Kilogramm ergibt. Bei der mehrzeiligen Gerste, die doch in der Kornzahl pro Ähre höher liegt, mit ca. 40 Körner, im Schnitt
brauchen wir 25.000 Körner bei 40 Gramm 1000 Korngewicht und können wir mit ca. 600 bis 650 Ehren pro Quadratmeter durch. Aber um höchste Erträge, um diese 10.000 Kilogramm pro Hektar zu erreichen, müssen alle drei Ertragskomponenten passen. Die Bestandesdichte, die Kornzahl pro Ehre, die man mit der zweiten Gabe zum Schossen absichern und das 1000 Korngewicht. Dort ist aber natürlich die Wasserversorgung der entscheidende Faktor. Es ist auf der Tabelle auch drauf 8.000 Kilogramm Ertragspotenzial oder 6.000 Kilogramm. Dort sieht man dann, dass man auf gewisse Ertragskomponenten verzichten kann. Wie man aber 10.000 Kilogramm erreichen, müssen alle passen. Ein weiteres Thema, nachdem da zu diesem Thema sehr viele Fragen kommen, sein, ist das Thema Ramularia in der Gerste. Ramularia ist eine zunehmende Herausforderung in den letzten 10 Jahren in der Wintergerste, auch durch Resistenzen gegenüber bestimmten Pflanzenschutzwirkstoffe bedingt. Was fördert die Ramularia? Mal eben sehr frühe Aussaaten im Herbst mit warmen Herbsttagen mit Taubildung, dann eine feuchte Frühjahrswitterung mit langer Blattnässedauer und eine wechselhafte Witterung mit hoher Einstrahlung. Zusätzlich natürlich als Inokulum nicht verrottete Ernterückstände an der Bodenoberfläche, die infiziert sind und die neuen Bestände wieder infizieren können. Was wirkt befallsmindernd? Einerseits natürlich die Sortenauswahl. Es gibt Sorten in einem Anfälligkeitsspektrum von 5 bis 8 im AGES-Schema. Alentia, Adalina liegen da sehr gut. Also über die Sortenwahl einmal Sorten mit reduzierter Anfälligkeit auswählen. Keine übertriebene Stickstoffdüngung mit angepassten Halmverkürzeransatz, also keine zu radikale Einkürzung. Dann bisher gegolten natürlich die Wahl des richtigen Fungizides, eine Strobilurin-Carboxamid-Kombination mit einem Azol dabei und bis zum 20. Mai des heurigen Jahres auch mit einem Chlorthalonil, das eine sehr gute Wirkung gehabt hat. Da ist zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, haben wir die Krankheit im Griff. Die Herausforderung wird ab 2021, nachdem der Wirkstoff Chlorthalonil verboten ist, der in verschiedensten Produkten drinnen war, eine Ersatzlösung zu finden. Es gibt bereits Ansätze der Pflanzenschutzmittelfirmen mit neuen Azolen, aber mehr dazu bei den Pflanzenschutzmittelfirmen. Wintergerste Düngung, damit wir Richtung Abschluss kommen. Natürlich abhängig von der Sorte, vom Boden, von der Saatzeit und massiv von der Vorfrucht. Die Grunddüngung kann natürlich sowohl vor der Saat im Herbst als auch im Frühjahr mit der ersten Gabe ausgebracht werden. Wichtig bei der Gerste ist aber wieder die ominöse Kalkung. Stickstoffdüngung im Herbst normalerweise nicht notwendig, aber durchaus möglich, soweit im gesetzlichen Rahmen legal, wenn ich Vorfrucht Körnermais habe und ich bin ein Veredelungsbetrieb und ich darf noch entsprechende Düngermengen im Herbst ausbringen. Die Gerste kann ich konservieren. Raps als Vorfrucht wäre natürlich eine sehr gute Vorfrucht mit hoher Nährstofffreisetzung, aber das nutzen wir bitte besser für den Weizen. Und in der Stickstoffdüngung natürlich massive Korrelation zwischen Ertragshöhe und Proteingehalt. Das ist gerade dann wichtig, wenn ich die Gersten selber auf dem Betrieb oder in der Veredelung einsetze. Darum empfehlen wir dem Marktfruchtbetrieb, der die Gerste verkauft, eine Zweigabenstrategie im Frühjahr mit einer Gabe zum Vegetationsbeginn und einer höheren Gabe zur Schossphase. Und die Veredelungsbetriebe eine Aufteilung auf 3 Gaben, also noch mit einer 3. Gabe in die Kornausbildung eine, um den Eiweißgehalt zu erhöhen und damit die Futterqualität zu fördern. In dem Sinn schon zum Abschluss bei der Gerste. Wir beraten und unterstützen gerne. Wir unterstützen bei der Sortenwahl. Und in der Sortenwahl ist natürlich neben der Ertragshöhe vor allem die Ertragssicherheit in diesen Zeiten gefragt. Klimafitte Sorten sind gefragt. Sie als Landwirt Saatzeitpunkt und Saatstärke anpassen mit allen nachgelagerten Maßnahmen wie Herbizideinsatz Herbst, Insektizideinsatz im Herbst. Wichtig, Ernterückstände und Vorfrucht bei der Düngung berücksichtigen. Das haben wir gerade im Jahr 2020 massiv gesehen. Ungünstige Vorfrucht und eine zu geringe Stickstoffgabe in der Schossphase haben die Kornzahl pro Ehre massiv reduziert. Also wenn Sie halt Vorfruchtgetreide haben, Körnermais, sehr viel Stroh eingearbeitet, dann müssen wir in der Schossphase die Düngermenge erhöhen, weil das verrottende Stroh natürlich Stickstoff bindet, das der Gerste fehlt. Ja, und die Sortenwahl ist natürlich auch wichtig, weil gute oder Sorten mit guter Standfestigkeit und guter Gesundheit
gewisse Restriktionen, Einschränkungen, die wir im Pflanzenschutzbereich erfahren, von vornherein schon lösen können über die Sortenwahl. In dem Sinn, als Abschluss, unsere Sorte plus Ihre Bestandesführung ist Ihr Erfolg. Ich sage danke, dass Sie heute bei unserem Webinar dabei waren. Fragen werden wir jetzt im Anschluss daran beantworten. Ansonsten steht natürlich unser Außendienstteam und ich auch gerne auf gewohnten Wege telefonisch oder direkt am Feld draußen mit entsprechenden Abstandsregeln gerne zur Verfügung. Ich wünsche euch erfolgreiche Bestandesführung in die jetzt anstehenden Maßnahmen, eine gute Ernte im Sommer und viel Erfolg für den weiteren Ablauf der Vegetation. Danke. Ja, herzlichen Dank, Albert, für deine sehr interessanten Ausführungen. Die Folien haben ja gezeigt, dass das Thema sehr umfassend ist. Überall kann man nicht gleich intensiv darauf eingehen. Und darum ergänzend einige Fragen einiger Landwirte. Ich versuche das zusammenzufassen. Ich möchte aber noch anmerken, es haben doch einige Fragen zu Winterweizen gestellt, beziehungsweise auch für den Biobereich. Ich möchte diese Fragen aufgrund der Länge des Webinars und da wir auch in weiteren Folgewebinaren zu den Themen noch kommen, den Referenten dann weitergeben. Bitte das zu entschuldigen. Also wir vergessen die Fragen nicht. Ich nehme das einfach mit und gebe das dann den Referenten weiter, die diese Themen dann in Zukunft, also quasi diese morgen und nächste Woche behandeln. Gut. Albert, ich habe die Fragen geteilt zwischen die beiden Kulturen. Also ich fange mit dem Winterraps an und werde dann mit Gerste fortfahren und starte mit dem ersten Teil, nämlich Raps-Schädlinge. Da ist es doch ein paar Mal gekommen, auch im Vorhinein schon, bevor wir das Webinar gestartet haben. Wann soll man den Raps sehen im Hinblick auf den Erdfloh? Probleme, frühe Aussaat, Fragezeichen und auch noch der Hinweis, in Frankreich ist eben die Rapsaussaat Mitte August bei sehr guten Erfolg gegenüber dem Erdfloh. Was kannst du uns da dazu sagen, bitte? Ja, Aussaatzeitpunkt Raps ist natürlich ein Thema. Tendenziell hat sich die Aussaat etwas nach hinten verschoben. Es gibt zwei Punkte, was man berücksichtigen muss. Das eine ist der Schädlingsdruck. Der Schädlingsdruck ist bei früherer Aussaat durch Rapsherdfloh und auch durch Kohlfliege höher. Lässt sich aber natürlich bei späterer Aussaat nicht ganz ausschalten. Also wird einem Insektizideinsatz gegenüber Rapsherdfloh nicht umgekommen, aber tendenziell der Druck bei früheren Aussaaten höher. Und was wir in den letzten Jahren auch massiv merken, frühere Aussaaten beim Raps bedingen einen massiv höheren Koloniedruck, weil die Temperaturen sowohl Luft als auch Boden noch deutlich höher sein. Und da gibt es entsprechende Untersuchungen dazu. Wenn ich sehr früh aussehe, ist der Koloniedruck ein x-faches, wie wenn ich später dran bin, wo die Temperaturen schon etwas tiefer sind. Also sowohl von den Krankheiten her als auch vom Schädlingsdruck nicht ganz zu frühe Aussaaten. Eher, wenn man die letzten Jahre beobachtet, so die letzte August, erste Septemberwoche. Bei Liniensorten natürlich eine Spur früher, Hybriden sind natürlich spätsaatverträglicher. Sehr gut, danke. Dann kommen wir zum Bereich Rapsdüngung. Das ist eine, ich sage jetzt einmal, Frage, die ja in den Getreidebereich hineingestellt worden ist. Es geht um die Spurenelementeversorgung bei Raps und Getreide. Und da ist zu den Fragen gekommen, wann Spurenelemente, welche, in welcher Form und ob man das auch mengenmäßig ableiten kann von der Ertragserwartung in Tonnen.
Es gibt sicher eine Ableitung in der Ertragserwartung in Tonnen, das müsste man nachlesen. Es ist natürlich so, dass durch gestiegene Erträge und durch weniger oder saubere Mineraldünger auch weniger Spurenelemente über die Dünger zugeführt werden. Auch über die Tierhaltung werden massiv Spurenelemente zugeführt und die tierhaltenden Betriebe werden immer weniger. Dadurch rückt die Spurenelementversorgung eher in den Vordergrund. Wenn wir zuerst auf den Raps eingehen, wir haben es zuerst schon kurz behandelt, Mangan, Bor und Molybdän ein Thema. Mangan normalerweise beim Raps ausreichend verfügbar, eventuell in gewisse Spurenelementdünger zugeben, aber es steht nicht im Vordergrund. Wichtig ist natürlich die Versorgung mit Bor als essentielles Spurenelement im Raps, im Herbst schon die entsprechenden Herbizid-Insektizidmaßnahmen zugeben und auch im Frühjahr. Aufpassen, manche Bordünger erhöhen massiv den pH-Wert in der Spritzflüssigkeit und reduzieren dadurch die Wirksamkeit mancher Insektizide. Das heißt, ich muss den pH-Wert wieder absenken, damit die Insektizide entsprechend wirken. Und das dritte Spurenelement beim Raps, wichtig ist das Molybdän, normalerweise in den Böden ausreichend verfügbar. Ich kann die Verfügbarkeit durch Kalken verbessern und wir haben es bei unseren Sorten in der Optikherbeizung drinnen, also die Molybdänversorgung der Bestände sollte gesichert sein. Bei der Gerste ist die Spurenelementversorgung gerade im heurigen Jahr ein Thema gewesen. Wir haben sehr viele Gersten gesehen, die im Frühjahr sehr gelb waren. Und auf einmal, wenn Düngerspuren oder Pflanzenschutzspuren schräg versetzt zur Fahrgasse waren oder man ist quer drüber gefahren, auf einmal war es in der Spur grün. Und das deutet immer auf einen Manganmangel hin oder sehr oft auf einen Manganmangel hin, weil dort, wo durch die Spur rückverfestigt wird, ist das Mangan besser verfügbar. Dort, wo es locker ist, ist schlechter verfügbar. Also ich kann einen Manganmangel beseitigen durch Rückverfestigen, Walzen, Ähnliches oder durch Zugabe von Manganpräparaten bei Herbizid oder Fungizidmaßnahmen. Okay, danke. Eine Frage habe ich da noch zum Thema Düngung bei Raps. Ein Landwirtkollege schreibt uns, dass er Startprobleme gehabt habe im Frühjahr, trotz einer Stickstoffgabe von 90 Kilo. Ja, er meint hier, dass er nicht wirklich an Blattmassezuwachs gehabt hat. Hast du da eine, sage ich mal, Überlegung, die das beantworten kann? Also Probleme beim Start mit Raps im Frühjahr trotz Stickstoffgabe? Naja, Stickstoffgabe ist natürlich nicht immer gleich Stickstoffgabe. Ich kann den Stickstoff im Frühjahr über einen schnellwirksamen Dünger wie Nitramonkal, also halb Nitrat, halb Ammonstickstoff hinbringen. Ich kann es über Ammonsulfat hinbringen, ich kann es über Harnstoff hinbringen. Also da müsst ihr wissen, mit welcher Düngerform, dass er die Stickstoffgabe gegeben hat. Generell empfehlen wir bei einem späteren Frühjahrstart oder auf kälteren Böden natürlich einen gewissen Anteil Nitratstickstoff drinnen zu haben. Das geht eben über einen 26-13er, wo ich dann eben Nitrat, Ammonstickstoff und Schwefel drinnen habe. Ammonsulfat als reiner Ammoniumdünger ist etwas langsamer und Harnstoff ist natürlich bei den sehr kühlen oder kühlen Bedingungen im Frühjahr weniger geeignet. Also nicht nur die Stickstoffmenge hat eine Auswirkung, sondern natürlich die Stickstoffform, die ich im Frühjahr hingebe. Gut, dann kommen wir mal zum Thema Raps und Unkräuter. Ich habe da einen Kollegen, der aus dem Wasserschutz- und Schongebiet ist und fragt hier speziell an, wie denn mit der Distel bei Raps umgehe. Er hat auch den Link gegeben, Befahrbarkeit im Frühjahr, kann ich da noch was machen oder muss ich da speziell auf was aufpassen? Wir sind jetzt natürlich nicht die Pflanzenschutzspezialisten. Distel im Raps ist auf mehreren Wegen, ich will nicht sagen lösbar, aber unterdrückbar. Im Herbst mit den Herbstherbizidmaßnahmen wird die Distel nicht da sein. Das heißt, wir haben keine entsprechende Blattmasse, um die Distel zu bekämpfen. Im Frühjahr müssen wir rechtzeitig mit den Präparaten, was uns zur Verfügung stehen, vor dem Knospenstadium des Raps sein, weil sonst produzieren wir Knospenschäden und dann ist Ertrag weg. Also dort wird die Distel nicht entsprechend Masse haben. Damit geht Distel eigentlich nur über die Bestandesführung, das heißt Schwächen in der Vorbereitung vor dem Raps oder eventuell vor dem Raps auf die Stoppel vom Getreide schon die Distel bekämpfen und dann dient alles, was den Raps
konkurrenzstark gemacht, also entsprechende Etablierung im Herbst, entsprechende Andungung im Frühjahr, damit er der Distel einfach das Licht entzieht. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt die Wirkstoffe, wo wir Distel im Raps sehr gut bekämpfen können. Also entweder vorher auf die Stoppel oder dann später wieder nach dem Raps. Ja, dann habe ich noch einige Fragen allgemein zum Raps. Ich fasse diese Fragen zusammen. Das betrifft alles die Blüte und die Ertragsauswirkung. Also wie beeinflusst die Blütenlänge oder die Länge der Blüte den Ertrag? Und kann ich da als Landwirt irgendwas beeinflussen? Ja? Ein Kollege schreibt da speziell im Raum Unterschützen, Oberwart, ist der Raps her sehr, sehr schnell abgeblüht. Wir kennen das aus, ich sage jetzt einmal, trockenen Frühjahren. Kannst du auf diesen Part Blüte und Ertragswirkung einige Worte sagen, bitte? Ja, hallo Christian. Ich weiß, die Frage ist für dich gekommen. Wir können das gerne in einem längeren Gespräch einmal diskutieren. Generell kann man sagen, wir merken in den letzten Jahren, dass wir oft sehr kurze Blühverläufe beim Raps haben. Das muss nicht unbedingt nachteilig sein. Tendenziell ist es aber schon so, dass natürlich ein längerer Blühverlauf darauf hindeutet, auf eine stärkere Verzweigung, auf ein dichteres Schotenpaket. Das heißt, tendenziell ist schon eine längere Blüte anstrebenswert. Nur haben wir in den letzten Jahren oft Bedingungen gehabt mit den schnellen Frühjahren, Vegetationsbeginn und dann irrsinnig schnell warm, das was die Blüte sehr stark verkürzt hat. Und auch im heurigen Jahr oft durch die Trockenheit bedingt die letzten Blütenanlagen, die der Raps noch bilden oder ausbilden hätte können, schlicht und einfach vertrocknet sein. Was wollte ich noch sagen zu dem Thema? Blühzeitpunkt, na, das ist mir jetzt entfallen. Tut mir leid, Christian, da melde ich mich bei dir persönlich. Ja, dann gibt es natürlich zum Thema Raps und Trockenheit auch Fragen. Das war klar, dass das kommt. Also, es sind auch Landwirte aus dem Weinviertel dabei. Verein Bodenleben, sicher da auch der Kollege aus dem oberen Niederösterreich. Da ist die Frage, wie geht es mit dem Raps generell in trockenen Regionen weiter? Also du bist ja kurz eingegangen drauf in deinem Vortrag. Kann man beim Raps zum Beispiel auch Beisaaten, wie es zum Beispiel in England oder in Frankreich gemacht wird, praktiziert wird, auch in Österreich umsetzen? Ist es überhaupt sinnvoll? Gibt es da Erfahrungen deinerseits? Ja, Raps in trockenen Regionen, wir sehen den Raps trotzdem als Klimagewinner aufgrund seiner Vorwinterentwicklung, aufgrund seines Wurzelsystems, wenn wir keine Schadverdichtungen drinnen haben, dass er tief OWK und Wasserreserven nutzen, natürlich immer in einem gewissen Ausmaß. Wenn null Wasser mehr da ist, dann kann der Raps auch keine Wunder wirken, aber wir müssen immer beachten, der Raps ist die beste Vorfrucht für den Weizen, der sichert uns die Weizenerträge im Nachhinein ab. Zu dem Thema Raps im Trockengebiet, alles, was dazu dient, einen Rapsbestand im Herbst zu etablieren, mit entsprechendem Wurzelsystem nach unten, verbessert uns die Trockenheitsverträglichkeit, verbessert uns die Ertragssicherheit. Das Thema Untersaaten im Raps mit Leguminosen, Kleearten ist vor allem in Frankreich oder auch in England ein Thema. Es gibt dort teilweise fertige Mischungen dazu, mit teilweise sehr stark unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal funktioniert es, aber dann, wenn zum Beispiel die Untersaat aus irgendeinem Grund zu stark wird, dann gibt es massive Ertragsreduktionen oder Ertragsdepressionen beim Raps. Das passiert vor allem dann, wenn eben diese Untersaat zu stark wird. Die Frage dabei ist immer, wie mache ich die Unkrautbekämpfung im Herbst? Wir haben ja meistens Mittel im Vorauflauf oder im sehr frühen Nachauflauf. Welche Mittel wähle ich aus, damit die Untersaat trotzdem bleibt? Und wie verhindere ich, dass es eine zu starke Konkurrenz wird? Vor allem in Bezug auf Wasser, Nährstoffe im Trockengebiet und vor allem auch, dass der Bestand, die Bestandesdichte nicht so hoch wird, dass der Raps nicht auf einmal zum Aufstängeln neigt. Also ist ein Thema, mit dem wir uns befassen. Es gibt von uns aus derzeit keine Versuche in Österreich, aber wäre sicher ein Thema, das, was man aufgreifen könnte, aber mit Vorsicht aus unserer Sicht zu genießen. Der Raps ist also kleiner, sehr konkurrenzschwach. Ja, dann habe ich noch
Ja, da ist gerade noch eine Frage nur einer kommen zum Raps. Gehen wir da noch zuerst auf diese Frage ein, die ich auch sehr spannend finde. Ein Landwirte-Kollege schreibt uns, die Rapsorte Randy ist rasch blühend oder blüht früh im Frühjahr und erspart ihm eine Rapsglanzkäferbehandlung. Das findet er super, aber schreibt er, habe ich hier eine größere Gefahr von Frostschäden? Wie siehst du das, Albert? Also aus den Erfahrungen der letzten 3, 4 Jahre, wo wir Spätfrostereignisse oft im Frühjahr gehabt haben, die Vegetation beginnt sehr früh und dann kommt zu einem gewissen Zeitpunkt noch ein Spätfrostereignis mit minus 4, 5, 6 Grad. Wenn man da in die Sortenversuche geschaut hat, der Randy ist einer der Sorten, die im Frühjahr die Knospen noch umschiebt, der am frühesten blüht. Dadurch, das spart immer wirklich in vielen Fällen eine Insektizidmaßnahme, weil er schneller in die Vollblüte kommt. Dadurch hat er aber auch in den letzten Jahren, und das gilt generell für sehr frühe Sorten, die früh treiben, manchmal durch den Spätfrost mehr Blütenverluste gehabt, also physiologische Knospenwelke, als etwas später austreibende Sorten. Also einerseits im Bereich Schädlinge, Kranzkäfer ein Vorteil. Ich kann mir unter Umständen eine Maßnahme ersparen, aber das Risiko, wenn er sehr früh antreibt, ist natürlich für Spätfröste höher. Das gleiche gilt auch, wenn ich mit Dünger sehr früh draußen bin und sehr schnell antreibe und den Bestand stark ins Wachstum schicke und dann kommt noch ein Spätfrost, steigt natürlich auch die Schädigungsgefahr durch Spätfrost. Perfekt. Wie gesagt, eben vorher ist noch eine Düngerfrage im Chat eingerutscht. Die möchte ich dann quasi jetzt als Anlass nehmen, das mit der Gretchenfrage dann mit abzuschließen. Das, was wir auch sehr oft gefragt werden, aber zuerst eben die Düngerfrage. Der Zusatz von Bor ist ja bereits bei der ersten Insektizidbehandlung gegenüber Rüsselkäfer mitzunehmen und sinnvoll, meistens schon im Herbst, schreibt er dazu. Und die Gretchenfrage, die wir zum Schluss von dir wissen wollen, ist: Hybrid- oder Liniensorten, was empfiehlst du, was ist besser? Gut, die Frage vom Bor haben wir eigentlich vorher schon behandelt. Ungefähr 600 Gramm Reinbor pro Hektar Bedarf für den Raps. Unsere Empfehlung ist, bei allen Maßnahmen eine gewisse Menge Bor beizugeben, um Borversorgung abzusichern, als bohrbedürftige Kultur beim Raps. Aber eben aufpassen auf diese pH-Wertanhebung und die entsprechende Wirkung der Insektizide abzusichern. Aber da gibt es natürlich im Pflanzenschutzbereich bessere Experten oder gerade die Landwirtschaftskammer Niederösterreich hat sich da in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt. Dort gibt es interessante Zahlen dazu. Das zweite ist mir jetzt leider entfallen, die Gretchenfrage. Kannst du mir die Gretchenfrage nochmal stellen, Robert, bitte? Natürlich, es geht um das Thema Hybrid- oder Liniensorten. Ja. Was ist da deine Meinung dazu, beziehungsweise was empfiehlst du mehr? Hast du irgendeine Präferenz, die du den Berufskollegen da empfiehlst? In dem Sinn keine Präferenz. Es gibt natürlich auch im Linienbereich sehr gute Sorten. Es gibt im Hybridbereich sehr gute Sorten. Der Vorteil der Hybriden ist natürlich, wenn ich eher spätere Aussaatzeitpunkte wähle, um dem Rapserdflohdruck, dem Koloniedruck auszuweichen, die Saat entsprechend nach hinten schiebt, dann haben die Hybriden einfach die wüchsigere Herbstentwicklung, erreichen sicher das 8 bis 10 Blattstadium vor Winter, 8 bis 10 mm Wurzelhalsdurchmesser. Bei den Liniensorten ist aber nach wie vor so, dass es zum Beispiel wie mit der Sorte Randy sehr erdrückstarke Liniensorten gibt, die etwas kompakter sind, weniger Wuchshöhe haben, bessere Standfestigkeit. Dort empfehlen wir dann aber doch etwas frühere Aussaaten. Ich sage, da geht es dann mit 20. August los und ist irgendwann mit 5., 8. September Schluss, während doch die Hybriden unter gewissen Bedingungen bis 15., 20. September auch ausgesät werden können. Danke. Somit hätte ich gesagt, beschließen wir das Thema Raps und gingen noch auf ein paar Fragen bei der Wintergerste ein. Da sind ja doch auch einige gekommen. Ich habe das auch wieder aufgeteilt Richtung Krankheiten, Unkräuter, Düngung und
zwei allgemeine. Gehen wir auf das Krankheitsthema nochmal ein. Also es ist ja bei der Wintergerste so, dass uns eben Wirkstoff entfällt und die Ramularia in Zukunft sicher eine Herausforderung bei Wintergerste sein wird. Es haben hier schon einige im Vorfeld gefragt, wie wir das sehen und gibt es hier hinsichtlich Züchtungen, Entwicklungen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, bitte. Ja, Ramularia ist ein Thema. Es ist so, manche Themen wie Standfestigkeit oder Mehldauanfälligkeit können wir über die Sorte so weit im Griff kriegen, dass das in der Praxis draußen kein Problem ist. Bei der Ramularia ist es so, dass wir Sorten mit niedrigerer Anfälligkeit haben, wie zum Beispiel Lenzia oder Adalina, die was um A bis 2 Noten, teilweise 3 Noten besser eingestuft sind als andere vergleichbare, anfälligere Sorten, aber wir werden das Problem über die Sortenwahl allein nicht komplett lösen können. Also es kommt in der Bestandesführung drauf an, das heißt der Stickstoffversorgung angepasst und angepasster Wachstumsregeleinsatz, also eine zu intensive Einkürzung fördert mal den Ramularia-Druck, aber wir wären in Jahren, wo der Druck höher ist als heuer, auch bei gesunden Sorten ohne eine fungizide Maßnahme wahrscheinlich nicht durchkommen oder mit Ramularia-Schäden rechnen müssen. Es gibt da neuere Entwicklungen, nachdem ja jetzt das Chlortalonil sowohl Sole als auch in die Kombiprodukte verboten ist. Es soll da ein neues Azol kommen, das mit einer deutlich verbesserten Ramularia-Wirkung ausgestattet sein soll. Aber mehr dazu bitte bei den Pflanzenschutzmittelfirmen. Wir werden über die Sorten unser Möglichstes in der Züchtung beitragen. Wir haben Sorten, die besser sind in der Einstufung, aber es gibt keine Sorten, wo keine Ramularia auftritt. Leider. Dann möchte ich das Thema Unkräuter bei Wintergerste anschneiden. Ist jetzt zwar nicht ganz richtig von mir. Ein Kollege fragt, Striegeleinsatz bei Wintergerste, ja oder nein? Das ist die Frage im Herbst. Beides möglich, sowohl Herbst als auch Frühjahr. Für die Striegelkulturen ist eher der Roggen der empfindlichere, der das Striegeln nicht unbedingt gerne mag. Es würde bei der Gersten nicht unbedingt was entgegensprechen, gerade im Bereich Unkrautbekämpfung. Wenn es darum geht, im Frühjahr die Bestockung anzuregen, dann würde man eher das Walzen empfehlen, weil das Walzen ebenfalls die Bestockung anregt und gleichzeitig über die Rückverfestigung die Manganversorgung verbessert. Also geht es rein um die Unkrautbekämpfung, Striegeleinsatz möglich, geht es um im Frühjahr eher um das Bestockungsanregen, dann ist eher das Walzen die bessere Maßnahme. Auch eine Frage zur Düngung bei der Wintergerste. Du hast das kurz angesprochen, Thema Mangan im Frühjahr, wie sie da das kenntlich macht. Und hier die Frage dazu, ist es dann noch korrigierbar, wenn man das im Frühjahr auffällt, wenn ich diese Hell-Dunkel-Verfärbung in der Vorgossen sehe? Ja, das ist natürlich gerade im heurigen Frühjahr durch diesen trockenen Bedingungen massiv auftreten. Es ist ja normalerweise ausreichend Mangan in unsere Böden in den meisten Regionen drinnen. Nur wenn es im Frühjahr sehr trocken, sehr locker ist, wenn der Boden eher buffig ist, wie man es so von ehemaligen Wiesenböden kennt, so hochgefrorene Böden, wo man im Frühjahr drauf geht wie auf einen Schwamm, dort ist das Mangan durch Oxidation festgelegt. Das heißt einfach für die Pflanzen nicht verfügbar, obwohl es im Boden ausreichend drinnen ist. Das heißt, ich kann, nachdem ich das sehe, eben durch Walzen Maßnahmen setzen. Ich kann durch Zugabe von verschiedenen Mangandünger, Mangansulfat, Mangan-Schellat zum Herbizid, zum Fungizid die Pflanze versorgen. Aber der Mangel war natürlich schon da und hat gewisse Prozesse in der Pflanze ausgelöst. Also aus dem Grund würde man in der Gerste empfehlen, nachdem es eine relativ kostengünstige Maßnahme ist, eventuell bei der Herbstunkrautbekämpfung, beim Herbstinsektizid schon eine gewisse Menge beizugeben, weil es die Winterhärte auch verbessert und im Frühjahr bei der ersten Maßnahmen schon bevor der Mangel noch auftritt, zu handeln, nachdem es relativ kostengünstig ist. Ja, dann gibt es noch eine Frage.
Anna hat konkret zur Sorte Adalina eine Frage, die es heuer am Feld festgestellt hat. Und zwar haben sie da die Körner unten an der Ähre nicht mehr ganz ausgebildet. Und da ist seine Frage, ist die Bestandesdichte zu hoch oder hat er zu wenig eingegeben? Spielt die Trockenheit hier mit rein? Oder hat die Wintergerste heuer am Frost, der ziemlich hinten noch rausgekommen ist, einen Einfluss gehabt? Wie siehst du das? Also ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich alle drei erstgenannten Faktoren können die Ursache sein. Was passiert? Schlussendlich haben wir da sogar eine Ähre, wo das Gleiche aufgetreten ist. Man sieht das da jetzt natürlich in der Kamera nicht so gut. Der hat von unten auf 3, 4, 5 Spindelstufen reduziert. Das kann einerseits durch eine übertriebene Bestandesdichte natürlich passieren, weil die Pflanzen dann sagen, ich kann nicht so viele Kornanlagen ernähren. Das kann andererseits natürlich auch durch eine Trockenheit passieren und kann durch eine Stickstoffmangel oder einen Nährstoffmangel in der Schossphase ebenfalls passieren. Man sieht das oft sehr auf Bestände, die eher zu dicht aus dem Winter kommen, die man bremsen muss, dann halte ich mit der zweiten Stickstoffmaßnahme zurück. Vor nicht in der Ende Bestockung, sondern erst EC 31, 32 und dann kann es da passieren, dass die Pflanzen an den Nährstoffmangel leiden und zu stark reduziert. Heuer in der Praxis draußen war es eher nicht die übertriebene Bestandesdichten, es war schlicht und einfach oft die Trockenheit, wo zwar Stickstoffdünger rechtzeitig für viele Betriebe hingegeben worden ist, aber durch die Trockenheit einfach nicht zur Wirkung gekommen ist. Also für die nächsten Jahre war wahrscheinlich, wenn wir wieder so ähnliche Bedingungen haben, dass wir die zweite Stickstoffgabe einfach nach vorn ziehen, damit die Versorgung in der Phase Kornzahl pro Ähre abgesichert ist. Mhm. Gut, dann haben wir noch eine interessante Frage, was die Bodenbearbeitung betrifft. Der Kollege schreibt hier, worauf sollte man bei pfluglosem Gerstenanbau nach Körnermais achten? Spielt hier das Fusarium eine ähnlich wichtige Rolle wie zum Beispiel beim Winterweizen, wo man in der Praxis massive Probleme bekommen kann? Also bevor wir zu dem Thema Fusarium in der Gerste kommen, pflugloser Anbau nach Körnermais ist durchaus möglich. Ist gerade bei Veredelungsbetrieben oft der Fall, dass er noch soweit erlaubt, Gülle auf das Körnermaisstroh ausbringt und dann pfluglos die Gerste aussät. Wichtig ist wie überall eine entsprechende gute Zerkleinerung des Maisstrohs, das was die Verrottung fördert, weil es gibt natürlich zwei Effekte. Das eine ist, dass durch das Körnermaisstroh, das eingearbeitet wird, der Boden dazu neigt, etwas puffiger zu werden, lockerer. Ist ja an und für sich kein Nachteil, kann aber eben wieder diese Manganverfügbarkeit verschlechtern, was dann im Herbst schon oder im Frühjahr zu Manganmangel kommen kann. Und das Zweite ist, natürlich ist der Weizendiffusarium anfälligere Kultur bei Vorfluchtkörnermais und pfluglos. Aber wir haben in den letzten Jahren, gerade im Jahr 2018 war das, glaube ich, in der Steiermark, auch bei der Gerste sehr starke Fusariumbefälle gesehen. Das heißt, auch dort ist das Risiko für Fusariumbefall höher als bei, wenn gepflügt wird. Das muss man natürlich abwägen. Es ist manchmal pfluglöser Vorteil. Bei Weizen ist sicher gefährlicher, aber auch bei der Gerste mit entsprechender Infektionswitterung auch entsprechender Fusariumdruck möglich, wo ich dann mit einem Fungizid in die Ährenbehandlung reagieren muss. Und somit hätten wir alle Fragen durch. Eine habe ich hier noch bekommen, auch wieder zum Thema Wintergerste zur Standfestigkeit. Der Kollege schreibt hier, die Gerstensorten haben ja in den Bonituren der letzten Jahre, die zugelassen wurden, die neuen Sorten, sehr sich entwickelt in der Standfestigkeit, also sehr, sehr gute Bonituren. Aber wie es, dass du im Vortrag gesagt hast, bei mehrzelligen Sorten ist das auch wirklich um einiges besser geworden. Also zum Beispiel bei der Adalina sind wir da zum Beispiel beim Dreier, das ist hervorragend. Ja. Mhm. Ist hier ein Halmverkürzer bei Bonituren um 2, 3 nötig oder kann ich mir da was sparen? Wie siehst du das, Albert?
Also ich kann mir sicher absolut an Menge einsparen. Aber ich kann nicht von Haus aus sagen, wenn ich Alentia und Adalina wähle mit Standfestigkeitsnote 3, dann habe ich schon Herbstdüngung gesetzt, im Frühjahr entsprechend Gülle, entsprechend Wasserversorgung, gute Vorfrucht, kann ich nicht garantieren, dass ich komplett ohne Wachstumsregler durchkomme. Ich werde aber sicher die Wachstumsreglermengen reduzieren können und ich werde in einem so einem Frühjahr wie heuer ist mit auf einem durchschnittlichen Boden mit eher schlechterer Wasserversorgung wahrscheinlich ohne Wachstumsregler durchkommen und damit dem Risiko ausgehen, dass ich vielleicht mit dem Wachstumsregler unter Umständen in Kombination mit einem Frost, wie es heuer war, oder in Kombination mit der Trockenheit eventuell auch übers Ziel ausschieße. Also wenn ich von Haus aus gut standfeste Sorten wie Alentia oder Adalina auswähle, dann habe ich nicht die Garantie, aber ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf gewissen Standorten in gewissen Jahren komplett ohne Wachstumsregler durchkommen, aber ich werde zumindest auch auf sehr guten Böden mit Wirtschaftsdüngerausbringung, mit sehr guter Vorfruchtwirkung, guter Wasserversorgung, mit weniger Wachstumsregleraufwand und damit wieder mit einer Kosteneinsparung durchkommen. Ja, Robert, wenn das die letzte Frage war, sage ich danke an unsere Teilnehmer, an meine Kunden, an unsere Kunden für das lange Verweilen in unserem Webinar da. War eine Premiere für uns, freut mich. Ich würde mich aber wieder freuen, wenn wir uns nach diesen Zeiten wieder in der Praxis draußen auf die Felder treffen. Danke. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Albert. Von den Fragen her sind wir durchgekommen. Falls euch im Nachhinein noch irgendwas einfällt zum Thema Raps und Wintergersten, das da jetzt in den letzten, ja, kann man sagen, ein Stand und ein Viertel abgearbeitet worden ist, bitte wendet euch an die Außendienstmitarbeiter bzw. unseren Fachberater Albert Müllner. Wir werden euch da gerne dazu Auskunft geben, wie gehabt, über Telefon oder direkten Kontakt. Und darf mich nun auch abschließend für euer Interesse bedanken, von seitens mir und von Albert, und verabschieden uns an dieser Stelle und ich darf zurückgeben an die Lisa. Ja, vielen lieben Dank, Robert. Dankeschön, Albert, für deine Präsentation. Ja, das war heute Teil 1 von der Saatbau Akademie. Morgen geht es schon weiter mit dem Teil 2. Da geht es nämlich um Futter, Zwischenfrüchte und Humusmanagement. Und da dürfen wir den Raimund Brandstätter begrüßen. Er hat natürlich auch schon seine Präsentation so gut wie fertig vorbereitet. Wenn natürlich von euch jetzt noch Fragen kommen zu diesen Themen, zu den Kulturen, dann freuen wir uns. Wir können dann nachher die Präsentation auch noch etwas adaptieren, damit wir sehen, wo besteht das Interesse besonders groß. Nächste Woche geht es dann auch weiter mit Teil 3 und 4. Am Mittwoch sprechen wir über Weizenproduktion unter Trockenstress und am Donnerstag geht es dann um Bio-Weizenproduktion. Als kleine Info für euch, wenn ihr da heute schon dabei wart und wenn ihr angemeldet seid für die Saatbauakademie, dann seid ihr auch für die weiteren Saatbauakademie-Webinare angemeldet. Das heißt, ihr müsst euch nicht noch einmal eintragen. Ihr bekommt dann von uns natürlich auch immer eine Stunde vor Beginn eine Erinnerungsmail mit dem Link, wo ihr euch einwählen könnt und nehmt natürlich auch automatisch an dem Gewinnspiel teil. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch für heute und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen ab 20 Uhr wieder und würde mich freuen, wenn wieder viele, viele Leute einschalten.